einer dreijährigen Pause aufgrund der Corona-Pandemie fand der Arbeiterball der SB Oldendorf in diesem Jahr wieder traditionell statt. Der festliche Start ins neue Jahr erfolgte im Gasthaus Kirchenwirt. Vizebürgermeister Ingenieur Florian Ohrenhofer gab Einblicke in die Organisation des Balls. Na, die Organisation an sich war sehr einfach. Wir haben ein starkes Team, eine große Mannschaft, die da mitgewirkt hat im Vorfeld und sich da wirklich bemüht hat, eine gute Veranstaltung auf die Beine zu stellen. Aufgrund der unsicheren Erwartungen nach der Pandemie, meint der Vizebürgermeister. Natürlich haben wir nicht gewusst im Vorfeld, wie das Ball nach 3 Jahren Pause wieder angenommen wird. Aber ich muss sagen, nach dem, was wir jetzt an Besuch haben, und es sind doch noch welche, die sich angekündigt haben, ausstehen, sind wir sehr zufrieden. Die Highlights des Abends? Ja, die Highlights sind natürlich dann noch die Verlosungen, die Barverlosung dann zum späteren Abend. Und natürlich unsere Musik, unsere Birnsierder, die uns heute, glaube ich, sehr gut musikalisch durch den Abend führen werden. Dennoch wurden über 4.000 Euro verlost. Ja, wir haben doch einen Wert in Summe von ca. 4.000 Euro, was wir heute verlosen. Der Haupttreffer ist ein Bartreffer im Wert von 800 Euro. Und dann gibt es noch viele weitere wertvolle Treffer, zum Beispiel, die man dann auch bei den Gewerbebetrieben dann in Oldendorf einlösen kann. Damit versuchen wir auch, ein bisschen Wertschöpfung in unserer Gemeinde zu halten. Liebe Ballgäste, es freut uns ganz besonders, dass wir nach 3 Jahren Pause aufgrund der bekannten Corona-Pandemie wieder zu einem Arbeiterball einladen dürfen. Und deshalb darf ich euch alle als unsere Ehrengäste heute begrüßen. Schön, dass ihr da seid. Wir, die SPÖ Oldendorf, wir wünschen euch allen viel Gesundheit, Erfolg im neuen Jahr. Es war ja erst der Jahreswechsel und möchten das zum Anlass nehmen, euch für das kommende Jahr nur das Beste zu wünschen. Die Ansprache und Eröffnung des Balls übernahm Bürgermeister und Landtagsabgeordneter Wolfgang Zodl. Ja, meine sehr geschätzten Damen und Herren, liebe Ballgäste, auch von meiner Seite her, darf ich euch alle im Namen recht herzlich begrüßen. Ich habe mich bemüht, dass ich jeden Einzelnen begrüße. Eine Durststrecke vor 3 Jahren, wo der Arbeiterball nicht stattgefunden hat, sage ich jetzt einmal. Und gerade deshalb freut es uns besonders, dass heute Sie alle, ihr alle gekommen seid, unsere Gäste sein dürft. Und natürlich sind wir sehr stolz heute auf den Ball, aber natürlich ist es auch wiederum zu Jahresbeginn, dass man sich umdreht, zurückschaut, die Arbeit, die wir in der Gemeinde geleistet haben, hier sehr stolz sein dürfen, mit vielen Projekten, die wir umsetzen dürfen, mit den Menschen und für die Menschen und grundsätzlich auch trotz angespannter finanzieller Situationen, die uns die Gemeinden an und für sich, mit der wir uns auseinandersetzen müssen, trotzdem optimistisch auch in das Jahr 2024 schauen. Und der Florian hat schon gesagt, auf guten Zeiten, natürlich, sage ich jetzt einmal, ist es wichtig, hier auf kommunaler Ebene die politische Arbeit hier zu leisten. Und dafür darf ich dir, Florian, mit dem ganzen Team, jeder Einzelnen und jeden Einzelnen, aufrichtig und herzlich danken. Aber auf der anderen Seite natürlich muss die Arbeit dann umgesetzt werden. Und das macht nicht der Bürgermeister nur nicht. Davor darf ich auch allen wieder zu beitragen, hier erfolgreich zu sein in unserer Gemeinde, tut an der Spitze natürlich der Verwaltung, der Amtsleiterin, der Frau Magister Lang, mit dem sehr kompetenten Team, aber natürlich auf der anderen Seite auch draußen unsere Burschen, die was im Bauhof sind und hier die tägliche Arbeit machen. Ja, letztendlich sage ich, das Jahr ist noch sehr jung. Ich wünsche Ihnen natürlich allen ein erfolgreiches 2024, wir sind sehr zuversichtlich, Projekte, die wir wieder umsetzen dürfen, das ist auf guten Seiten natürlich ein EU-Projekt, Generationenplatz, lasst uns wieder näher zusammenwachsen, Generationen zusammenzuführen, mit über 60% wird dieses Projekt gefördert, bin überzeugt,
Das ist letztendlich bei jeder Urzeit und bei jedem Urzeit in unserer Gemeinde auch kommen wird. Auf der anderen Seite, so jetzt, haben wir im heurigen Jahr die Eröffnung des neuen Pflegekompetenzzentrums und natürlich sind wir sehr stolz, dass unser Wohnpark, sage ich jetzt einmal, beim ehemaligen Betonwerk Gartner gut angenommen wird und wächst. Und auf der anderen Seite möchten wir einen wichtigen Beitrag leisten im Bereich der erneuerbaren Energie, wo wir an und für sich uns hier ganz einfach mit Photovoltaikanlagen, Speicherelementen, Einsparungen ganz einfach für unseren Weltstand was machen würden. In diesem Sinne wünsche ich uns, Ihnen, meine geschätzten Damen und Herren, heute eine rauschende Ballnacht und eröffne den Ball Arbeiterball 2024. Dankeschön. Die Gäste erleben eine ausgelassene Atmosphäre mit viel Tanz und großartiger Musik. Besondere Überraschung boten die Castrop Olber Devils mit einer beeindruckenden Darbietung. Wir seid alle miteinander. Ich bin die Maya, die Obfrau von den Castrop Olber Devils. Jeder kennt mich, glaube ich, von Ulbendorf. Erstens ein großes Dankeschön an euch, die uns gestern taglich unterstützt haben und unseren Heimlauf natürlich wieder sensationsmäßig abgeschlossen haben. Dann, wir wurden gestern angesprochen, ob wir nicht einmal zum Ball kommen möchten. Ja, was ist? Ich und der Andi haben gesagt, wir machen es. Natürlich nicht nur so, sondern wir haben euch die Grampala mitgebracht. Die Grampala ist heute die letzte Raunung. Wenn euch die Grampala jetzt heute berühren oder auch umarmen, ist es für euch ein Glück und Segen für 2024. Ihr werdet zwei Männer mitgebracht und zwei Damen. Sie gehen zuerst da durch und dann holen sie euch zum Tauschen. Ich bitte euch, dass jeder mit der Berg da oder mit dem Berg draußen wird. Essen, das hat Angst, dann bleibt sitzen. Ich will sie jetzt einmal einer holen. Schauen wir mal, was sagen wird. Thank you.
Zahlreiche prominente Persönlichkeiten besuchten den Ball und wir hatten die Gelegenheit, mit einigen von ihnen zu sprechen. Normalerweise sage ich Frau Landtagspräsidentin außer Dienst, aber sind Sie noch immer Volkshilfepräsidentin? Das heißt, kann ich weiter sagen, Frau Präsidentin, sind Sie heute nach der Corona-Zeit endlich wieder eine Arbeiterball? Was sagen Sie dazu? Wir freuen uns alle, alle Gäste sind froh, nach 3 Jahren heute wieder am Arbeiterball der SPÖ Olmdorf zu sein. Und die SPÖ Arbeiterbälle haben Tradition, führen die Menschen zusammen, gute Stimmung, tolle Musik, das ist sicher wieder ein schöner Abend und damit hat die Ballsaison 2024 begonnen. Ich freue mich sehr darüber. Sie haben schon getanzt, Sie niemand, Sie werden wieder tanzen. Ja, ich tanze leidenschaftlich gern und wie gesagt, die Musik ist auch ganz, ganz toll. Die spielen wirklich die ganze Palette von ernsteren bis ganz lustigen, bis modernen, bis traditionellen Stücken. Es ist immer eine Freude, mit den Bierensiedern einen Abend zu verbringen. Aber wir stehen hier an der Bar. Es wird natürlich den einen oder anderen Barbesuch geben. Das gehört dazu. Damit unterstützt man den Veranstalter, kann gute Gespräche führen und auf das freue ich mich bei jedem Ball. Dann kann ich nur wünschen, alles Gute zu Ball. Ja, und Ihnen darf ich auch alles Gute, das Jahr ist ja noch neu. Alles Gute und viel Erfolg und viel Gesundheit im Jahr 2024. Herr Bürgermeister, 3 Jahre sind vergangen, ohne welche Ball heute wieder eine Arbeiterball in Olbendorf. Was sagen Sie dazu? Ja, grundsätzlich richtig, wir haben eine Durststrecke hinter uns. 3 Jahre ohne Ball. Nicht nur das Arbeiterball hat nicht stattgefunden, sondern überhaupt in unserer Gemeinde hat kein Ball stattgefunden. Und dadurch freut es mich ganz besonders, dass wir heute eigentlich sehr viele Gäste bei uns begrüßen dürfen und wieder, ich bin fest davon überzeugt, der rauschende Ball nachgenießen dürfen. Ich habe Sie schon gesehen, Sie haben schon 2 oder 3 Tänze getanzt. Kommen noch welche? Ja, natürlich. Also, ich versuche dort immer wieder, so weit wie möglich natürlich unsere Gäste, unsere Damen auch einzuladen und auf das Tanzparkett mit der tollen Musik, sage ich jetzt einmal, auch zu verführen auf die Tanzfläche. Und Olbendorfer können feiern? Die Olbendorfer verstehen hart zu arbeiten, aber auch freudig und Feste zu feiern. Der gelungene Abend endete mit positiven Eindrücken und Empfehlungen für die Zukunft. Der Arbeiterball der SPÖ Olbendorf ist somit nicht nur ein traditioneller Start ins neue Jahr, sondern auch ein gesellschaftliches Highlight, das weiterhin empfohlen wird.